Gleiche Aufnahme, selbes Glück. Ich hoffe mal, es geht gut heute. Herzlich willkommen und danke, dass ihr wieder zugeschaltet habt zu Yooka-Laylee. So, jetzt werden wir aber erstmal wieder zurück, weil wir haben ja gerade letzte Folge den komischen Boss hier besiegen, diesen Typi hier. Und es war lustig. Es war echt lustig, kann ich euch nur sagen. So, jetzt gehen wir aber erstmal wieder zurück. Aus den Ofen raus. Und danach haben wir ja Hitze im Schloss und Palast erhalten, weil der Ofen hat uns jetzt Hitze gemacht. Danke nochmal, Freunde. Ihr habt mein Feuer neu entfacht. Genau, und dadurch haben wir jetzt hier, denn hier durch die Gitter kommt jetzt Luft so durch. Und jetzt können wir auch überall in Orten hin, wo wir noch nicht vorher hingekommen sind, in diesem Schloss. Genau so sieht es aus. Und zwar müssen wir jetzt... Ja, das war's ja wieder neu löschen. Na toll. Und runterfallen. Runterfallen gehört dazu. Genau, runterfallen gehört immer dazu, Freunde. Das dürft ihr nicht vergessen. Weil das ist Alltag in Yooka-Laylee. So, zack. Nein, 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 nein. Oh nein! Hoffentlich bleibt das Feuer aus. Hoffentlich bleibt das aus. Hoffentlich bleibt das aus. Oh ja, geil, es bleibt aus. Ich wollte nur alles schnell, schnell, schnell machen. Aber ich habe keine Zeit zum Warten, glaube ich. Man hat nie, kann nie genug Zeit haben. So, und... Oh Gott, jetzt sind die Gegner wieder hier. Ne? Und hoch. Hier haben wir auch alles. So, schnell wieder zurück hier. Da haben wir den ersten Weg schon mal geschafft. Und nun heißt es... Hier waren wir auch schon, genau, das haben wir auch schon gemacht. Genau, haben wir letzte Woche dieses komische Rennen hier. Und jetzt können wir auch wieder hier zurück. Erstmal alles abgucken hier. Hier sind wir bei den ganzen Rexro-Münzen. Keine Ahnung, ob das ein Spielfehler ist. Aber es sind ziemlich viele. Es sind viele. Da kommen wir bestimmt hoffentlich noch hin. Okay. Hier bekomme ich, glaube ich, einen Stromschlag, oder? Dann werde ich mal ganz schnell durch. Oh Gott. Glück gehabt. Glück gehabt. Hallo, Rextro. Na, Kollege? Ein Minispiel von dir, ja? Dazu kommen wir gleich. Oh, Lady. Das ist eine Falle. Wir sollten... Weise wählen. Alles klar, Freunde, ich weiß wo. Es drehen sich alle in einer Richtung. Außer eine. Eine ist der richtige. Und zwar ist es der da oben. Und zwar er hier. Ja, man hört es auch, dass es pfeifen lauter wird, weil alle drehen sich nach links. Also, doch, die drehen sich... Und er dreht sich nach rechts, genau. Und er dreht sich nach rechts. Yep. Habe ich mir schon so gedacht, weil... Schade, ich dachte, das wären jetzt alles Rextro-Münzen. Das wäre zu schön, um wahr zu sein, wa? Aber geil gemacht. Geil gemacht, muss ich sagen. Na, Rextro, alles klar? Freunde, ihr wollt Rextros nächstes Arcade-Spiel ausprobieren? Ja. Moment, ich dachte, dein Arbeitsplatz ist in der anderen Welt. Geld knapp in Rextros Haushalt. Das hier zweiter Job, Spätschicht. Tut mir leid, das zu hören, Rextro. Wusste gar nicht, dass ihr alten Spielfiguren Multitasking-fähig seid. Achso, ja. Wollt ihr nächstes Arcade-Spiel ausprobieren? Habt ihr Spielmünze? Dabei? Ja, wir haben deine blöde Münze. Polygon-Bursche. Ah, gut. Geh zu Spielautomaten und drücke X. Wenn du Spiel schaffst, gibt Rextrot Spezialgewinn. Okay, mal gucken, was das für ein Minispiel ist. Nein, nicht rausgehen! Und wieder rein hier. Da musst du uns auch reinlassen. Ah, alles klar. Ja, wahrscheinlich. Was ist denn mit dir los? Ja, oh, toll. Hauptsache rüberfliegen.
So. Haben wir geschafft. Alles klar. Machen wir Automaten rauf. Und X drücken. Wollen denn Freunde spaßiges Automatenspiel spielen? Jo. Was? Glaxiators? Glaciators oder was? Spiel dauert 2 Minuten. Schnapp dir Federn, schnapp dir Power-Ups und schlag auf Dinge ein. Okay. Oh toll, jetzt habe ich die Dings nicht gelesen. Nein, ich habe Spielanleitung nicht gelesen. Oh, was ist das denn? Einsammeln. Oh, geil. Nimble. Oh, Tempo-Boost. Yeah. Federn sammeln. Geil. Yeah. Wie viele brauchen wir? Ich muss nachher bestimmt wieder den Rekord von Rextro schlagen. Dann bekommen wir bestimmt wieder was Schönes. Da hätten die Große immer die schönen Großen mitnehmen. Oh, verzieh dich. Und die dürfen mich bestimmt nicht treffen, oder? Weil sonst gibt es bestimmt Federnabzug oder so. Oh, zack, zack, zack. Und steil. Ich mag das Minispiel jetzt schon. Unverwundbarkeit. Geil. Ja, kommt doch. Die Musik ist geil. Oh Gott, oh Gott. Hey, hey, hey. Die. Oh Gott, da kam ja noch einer. Nein. Oh Gott, meine schönen Federn. Oh, komm, komm, komm. Schön viele sammeln. Oh, da haben wir die goldene große. Tempo-Boost. Oh Gott. Oh Gott, ich glaube, das kommt gerade gar nicht gut, oder? Nein. Schnell alles einsammeln. Schnell, 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 schnell. Oh Gott, immer schön die Großen mitnehmen, die Silbernen auch. Oh, jetzt ist einer runtergegangen. Da kann ich jetzt gar nichts machen, kurz warten. So, schnell holen. Oh Gott, schnell. Ja, was denn, hä? Was ist das denn? Kommt doch her. Haha, nicht mit mir, Kollegen. Nicht mit mir, Unverwundbarkeit. Die holen wir uns. Yeah. 5, 4, 3, 2, 1. Oh, schade. Nein, ich wollte die goldene noch mitnehmen. Oh, yeah. Super Spiel ist gewonnen. Hatten Freunde Spaß? Ja. Wir schon. Okay, wir müssen aber keine Bewertung für 5 Sterne verfassen, oder? Oh nein, Rexro hat wichtigen Tests schon vor langer Zeit bestochen. Versuch's Spiel gerne nochmal, wenn Freunde Highscore schlagen, gibt Rexro noch einen Preis. Oh geil, Pidgey. Möchten Freunde wieder spielen? Ja, gerne. Wenn's fürs noch ein Pidgey ist, mal gucken, was sein Rekord ist. So, und zwar war das Vierk. Achso, alles klar, es sind ganz normale Angriffe. Dann wählen wir erstmal das Spiel. Was ist der Rekord? Ach komm, den hatten wir doch eben schon. Warum wurde das nicht gezählt? 1400 nur? Hammer easy. Machen wir es nochmal. Da finde ich das Spiel lieber einfacher als Vivo Rexro sein erstes Minispiel. Das war ja mal der letzte Rotz gewesen. So, alles fix einsammeln hier. So, leicht getan hier. So, du kannst gleich mal sterben, Kollege. Na, komm, hol dir dir. Aua, aua, was? Schon zum Anfang? Nee, das kann ich nicht auf mich sitzen lassen. So. Oh, was? Was ist denn los, lol? So, geht schnell weg hier. So, komm, 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 komm. Hier, yeah, Unverwundbarkeit. Yeah. Oh, geh weg. Auch wenn ich Unverwundbarkeit habe. Muss mir ja nicht direkt treffen lassen. So, weg mit dir. Zack, zack. Ja. Sterb. Oh Gott, wie viele kommen denn hier? So, du auch weg. Bisschen konzentrieren hier. Ah, lol, die sind gestorben, weil sie gerade an den Plattformen waren, die untergegangen sind. Oh, Tempo Boost. Geh weg. Tempo Boost hole ich mir mal mit. Dann gehst du jetzt auch nochmal sterben.
Oh, mies wäre, wenn die anderen jetzt, wenn die Gegner auch noch Federn einsammeln könnten. Oh jo, gleich zwei gehittet. Oh Gott. Gerade eine Nachricht bekommen. Bin ich mal echt gespannt, wer das war. So. Also über PlayStation. Hier, yeah, Rekordschlange geschlagen, Kollege. Der ist sogar besser als der von vorher, oder? Komm, Rexro, schnell. Ja, yeah, 1970 Schade. Ich habe gedacht, die bekommen die 2000. Aber nein, das Spiel wollte es nicht so. You. Okay, geil, geschafft. Wow, Rexro kann nicht fassen, dass ihr Highscore geschlagen habt. Und sogar ohne Cheatcode. Oh, ohne Cheat? Was? Bitte, Freunde, nehmt Belohnung. Alter, hat Rexro gecheatet? Möchten Freunde wieder spielen? Nein. So, wir haben... Nein! Wollen Freunde wieder spaßiges Automatenspiel spielen? Nein, wollen wir nicht. Ich wollte nämlich hüpfen und nicht nochmal den Automaten anquatschen. Yeah, geil. Das ging auch mal richtig fix auf jeden Fall. Lustiger als das andere Spiel, muss ich sagen. Oh, wo sind wir denn? Oh Gott! Oh, hab ich mich gerade erschrocken. Oh. Oh Gott. Nein. Was? Was? Okay, dann muss ich das vorsichtiger machen. Puh, Freunde. Nein, 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 nein. Aua. Und down. Oh, doch nicht. Geil. So. Nein, nein, nein. Lol, ich werd weggeschleudert. Komme ich hier anders durch? Muss ich das so machen oder mache ich mir das schon wieder extra schwer hier? Komm ich hier rein? Nein, geht auch nicht. Oh, geh weg. Dann muss ich da drüber springen, ne? Ja. Muss ich? Muss ich? Und noch ein. Nein! Ah, schade. Ich hab gedacht, ich schaffe es jetzt. Aber wäre ja wieder zu schön, um wahr zu sein, ne? So. Ah. So. Nicht so viel. Immer ein bisschen bei der Abstand nehmen. Dauert zwar ein bisschen länger. Oh nein. Nicht so. Nein. Nein. Ich bin zuerst gesprungen. Denn es kam Peachy. Seht ihr das? Aber das will ich haben, damit sich das auch gelohnt hat. Schön viele Peachys in einer Folge. So, nochmal. So, die vorsichtig, immer vorsichtig. Erst L2, dann X. Erst L2, dann X. Erst L2, dann X. L2, dann X. So, yeah, geilo. Geschafft. Ach ja, jetzt wo ich die Seite habe, bleibt ihr da, oder was? Ihr seid so gemein, Alter, ihr miesen Mistwände. Oh, ist das gemein. Oh, ist das geil. So, habe ich geschafft. Easy peasy. Jetzt bin ich hier. Ah, mach mal auf hier. Und jetzt? Ich will hier raus. Nein! Oh nein! Ich muss jetzt den ganzen Weg zurücklaufen. Wirklich? Oh, hier ist nichts weiter, ne? Schade. Ja, dann heißt es raus hier. Hier war echt nichts weiter. Das ist toll. Ach ja. So, das haben wir. Oh ja, hier wieder zurückrollen. Gott. Haben wir die Mördermaschine? Ach, jetzt sind wir hier. Dann können wir jetzt nämlich nach links oder hoch. Dann gehen wir nämlich erstmal nach links, würde ich sagen. Ach nee, zurück. Zurück, 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 zurück.
Und so haben wir uns erstmal den Gegenstand. Ja, tschüss. Da haben die Miaugen mich entdeckt und gleich wieder abgehauen. So läuft das nämlich hier. Und zwar können wir jetzt hier hoch, hoch. Ah, alles klar. So. Oh, das kann wieder ein bisschen dauern. Ah, naja. So. Fährt die aus und die wieder rein. Genau. Und jetzt haben wir es auch. Geilo! Ha, yeah. Jetzt haben wir ein Leben mehr, genau, oder? Ja, jetzt haben wir ein Leben mehr. Geil! Dann gehen wir jetzt aber diesmal hier rein. Mal gucken, was uns hier erwartet. Ach so, oh Gott. Leute, ich habe den Gegner komplett runtergeschleudert. Ja, geil. Oder ist hier ein geheimer Weg? Nö, ist nicht. Eine Truhe. Eine Truhe. Ist dir nichts Besseres eingefallen? Ist sie ächzig. Du Idiot. So. Haben wir. Ja, wo wieder zuerst lang, ne? Da, da, da. Oh, prima, du hast ein neues Tonikum freigeschalten. Okay, dann komme ich. Dann komme ich mal. Mal gucken, was du für mich hast. Mal gucken. Na, komm mal her, komm. So, schön, euch zu sehen, Kinder. Wir haben Hamstere. Und zwar, sammle Feder mit Yokas Echsenpeitsche. Lol. Echsenpeitsche? Eine hervorragende Wahl. Das ist ein sehr nützliches Tonikum. Echsenpeitsche? Lol, haben wir die überhaupt schon? Was ist das? Meinten sie etwa das hier? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Meinten sie den Schwanz damit? Also den Schweif von Yoka? Achso, oh, Alter, habe ich Glück gehabt. Hauptsache ging es eben gerade erst aus. Und hier hinten ist... Ah, hier ist was. Okay. Lucky Lucky machen. Blum, blum, blum. Jo, schneid mal nicht so. Jo, wahrscheinlich. Chill mal, chill mal, chill mal. Ich muss erstmal alles... Ach, da haben wir die Ice Power. Und die Fallrunde. Es ist ernsthaft gerade. Muss ich die echt alle so treffen? Kann ich echt nicht zielen? Komm, komm, komm. Lol, lol, lol. Das... lol, wie doll ist das denn? Komm, komm. Hier, komm, der. Schade, schade. Okay, Freunde, nochmal, 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 nochmal. So, aufwecken. Weil ich habe nämlich ein bisschen Zeit mit diesen Kisten aufmachen, verschwendet. So. Oh, du. So, die Reihe habe ich. So. Ich kann ja noch nicht mal zielen. Das ist ja das Hardcore. Daran, das Hardcore. Oh, komm. Ah, nein, da muss ich runter. Okay, jetzt treffe ich noch, Alter. Komm, ihn noch, ihn, komm. So. Neues. Ja, geil, geil, geil. Yeah, geil, sauber. Da kommt erstmal die Brücke hinuntergeschlagen. Wow. Leuchtpower hier, oder was? Oh, geil. Ich kann leuchten. Yay. Yeah. Ein Fidschi. Na, was hat er denn für Wünsche? Komm mal hier. Erstmal auftauchen. Na, dann sprech mal an hier. Hallo, Entdecke. Eis, der raus dir... Was? Eis, der daus... Was? Eis, der daus, ihr habt es aber weit gebracht. Ah, wie er quatscht. Das Spiel hat schon genug Wortspiele. Danke, öffne deinen Käfig. Wir kommen dich holen. Nicht so schnell. Ein Pidgey wie ich lässt sich nicht so einfach einsammeln. Wenn ihr euch würdig erweisen wollt, alles klar, müsst ihr erst mein Mega-Quiz knacken. Okay, aber deine Solarium-Bräune reicht bei weitem noch nicht für einen Showmaster aus.
Gib mir 3 richtige Antworten in Folge, dann öffne ich den Käfig. Habt ihr das Zeug zum Sieger? Ja, Freunde, das werden wir in der nächsten Folge sehen. Das werden wir in der nächsten Folge sehen, Freunde. Dann würde ich sagen, wieder vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao.